Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute in einem kurzen Video werde ich euch zeigen, wie ihr mit InDesign ein Manuskript erstellt für ein Notizbuch für Kindle Direct Publishing im A4-Format und im A5-Format. Viel Spaß beim Video. Willkommen nochmal zum Video. Heute werden wir uns anschauen, wie wir mit InDesign arbeiten und unsere Manuskripte für normale Notizbücher erstellen. Im Endeffekt braucht ihr natürlich erst einmal das Programm InDesign. Das könnt ihr bei Adobe im Bundle euch holen oder eben als Einzelversion. Ihr habt die vergünstigte Version mit allen Programmen ich glaube, ungefähr 36 Euro pro Monat. Ist ziemlich günstig. Und weil ich alle Programme von Adobe eigentlich brauche, also zumindest einmal InDesign für die Manuskripte, Photoshop und Illustrator für die Cover und so weiter, hat sich das bei mir sehr angeboten. So, jetzt gehen wir mal rein. Wir gehen einmal hier auf Erstellen. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Sollte, ja. Und hier habt ihr schon mal, also hier habe ich schon mal das vorgefertigte von mir. Zu den Maßen kommen wir gleich. Hier geht ihr einfach dann auf Zoll. Für ein Buch im Format A5 müsst ihr hier Breite 6 Zoll einstellen und die Höhe auf 9 Zoll. Und hier unten habe ich eigentlich standardmäßig 0,1667 Zoll eingestellt im Spaltenabstand. Und unten bei den Rändern, da gebt ihr das Häkchen hier raus. Und da ist oben, unten und außen 0,375 Zoll zum Einstellen. Und auf der Innenseite, da eben das Buch auf der Innenseite geklebt wird, braucht man ein bisschen mehr Abstand. Und hier sind wir dann bei 0,5 Zoll. Das sind die Einstellungen für das Format A5. Und die Einstellungen für das Ganze im A4-Format ist dann 8,5 Zoll oben in der Breite, in der Höhe 11 Zoll. Und unten habe ich eigentlich die gleichen Einstellungen wie beim A5 beibelassen und das hat auch so immer funktioniert. Ich habe auch schon A4 Bücher hochgeladen und die sind dann immer durchgegangen. Das heißt, mit diesen Werten fährt man eigentlich relativ gut. Wir werden uns das Ganze jetzt anschauen beim A5. Also hier öffnen wir einfach ein neues Projekt. Und dann seht ihr hier auf der rechten Seite, also hier seht ihr schon mal die Hauptseite sozusagen und hier, wenn ihr auf Seiten geht, dann seht ihr, okay, hier habt ihr dann die erste Seite und hier sind die Musterseiten. Na, hier klickt ihr einfach zweimal drauf, also mit Shift gedrückt halten, dann könnt ihr sie beide auswählen und dann zieht ihr sie bei Drag and Drop einfach hier unten unter die andere Seite. Wenn ihr jetzt die Alt-Taste gedrückt haltet und mit dem Mausrad ein bisschen rauszoomt, dann seht ihr schon, okay, das ist dann die erste Seite, sozusagen das Titelbild von unserem Buch, wenn man es aufmacht. Und das sind dann die nächsten Seiten. Und hier sieht man schon den Rand, also hier hat man eben ein bisschen weniger und in der Mitte ein bisschen mehr Abstand. Und hier ist dann, das heißt, wenn man dann die erste Seite, das Titelbild hochklappt, also aufklappt, dann hat man hier eben die ersten Seiten des Buches. So ist es eigentlich ganz einfach. Jetzt machen wir einfach mal ein Textfeld hier rein. Hier beim Texttool. Dann könnt ihr hier reinzoomen mit wieder Alt gedrückt halten und das Mausrad betätigen. Und dann könnt ihr hier einfach mal reinschreiben. Zum Beispiel Notizbuch. Schreiben wir jetzt mal rein, dann wählen wir das Ganze aus und dann gehen wir hier, wenn wir das Ganze bearbeiten wollen, gehen wir hier auf Eigenschaften und dann seht ihr schon, hier könnt ihr die Schriftart auswählen. Ich nehme da ganz gern Martina, das ist eine schöne Schriftart und wenn ihr das Ganze dann bearbeiten wollt, seht ihr hier dann die Größe, das machen wir ein bisschen größer, dann machen wir das hier noch bei den Abständen auf zentriert. Und genau, das war es dann auch schon. Man kann hier nachher noch die Abstände zwischen den Buchstaben vergrößern, verkleinern, wie man das will. Hier zum Beispiel das Ganze noch ein bisschen zusammenziehen, noch hoch. Also hier ist dann das Einstellungsfeld für eben den ausgewählten Text. So, wenn wir das Ganze jetzt hat verschieben wollen, dann gehen wir hier dann auf das Auswahlwerkzeug und können hier das ein bisschen kleiner ziehen. Und genau, und dann nehmen wir das und dann können wir das hier eben platzieren
Und es geht relativ einfach mit InDesign. Also hier habt ihr dann den Strich in der Mitte und das ist eben die Mitte. Also nicht das da, sondern das hier. Klickt ihr einfach rein. Wenn ihr jetzt schauen wollt, wie das Ganze jetzt ausschaut, dann drückt ihr auf die W-Taste. Also einfach hier mal rausklicken auf die W-Taste. Dann seht ihr, wie das Ganze dann im Endeffekt aussieht. Genau. So, jetzt haben wir ja schon mal also hier könnt ihr einfach die Hauptseite, die Beschreibungsseite machen, ne? Notizbuch für Lehrer, Politiker, vollkommen egal, was ihr da reinschreibt, oder auch Malbücher etc., Malbuch für und so weiter. Und dann können wir hier runter und jetzt haben wir hier unsere Seiten, unsere zwei Beispielseiten sozusagen, ne? Und hier empfehle ich immer, wenn ihr, kurzer Schluck, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein liniertes Tagebuch machen wollt, also mit 120 Seiten oder sowas, ist eher Standard, dann geht das relativ einfach. Dann macht ihr einfach mal eine Seite fertig und dann kopiert ihr die Seiten einfach runter. Das geht ganz einfach. Wir löschen die Seite jetzt einfach mal raus, dann haben wir die eine Seite hier offen. Da zoomen wir jetzt ein bisschen rein und wir sagen mal, okay, wir wollen jetzt ein liniertes Buch machen. Dann gehen wir hier auf das Linienwerkzeug, drücken die Shift-Taste, halten die Shift-Taste gedrückt und ziehen von der Kante bis zur anderen Kante. Also die Shift-Taste sorgt dafür, dass man hier eben einen geraden Winkel hat. Ja, 45 Grad, 90 Grad etc. Genau, man zieht das einfach hier rüber, lässt aus und das war's. Ja, Auswahlwerkzeug wieder. Schauen wir uns das Ganze an. Eine gerade Linie. Ausgezeichnet. So, wenn wir das Ganze jetzt wieder bearbeiten wollen, okay, wenn wir sagen, okay, die Linie, die ist jetzt ein bisschen zu stark, dann gehen wir wieder auf Eigenschaften, also wir wählen die Linie aus, gehen auf Eigenschaften und dann könnt ihr hier bei Kontur das Ganze, die Stärke einstellen, also zum Beispiel 75, ist ein bisschen dünner, oder 25, klickt dann mal kurz raus, schaut euch das an, okay, passt oder passt nicht, oder ihr könnt das Ganze natürlich auch nicht mit einem durchgehenden Strich machen, sondern auch zum Beispiel mit japanischen Punkten. Ja, dann schaut das Ganze so aus. Okay? Wir machen jetzt einfach mal eine komplette Standardgeschichte, das heißt durchgezogen. Und wir sagen mal 75, dass das Ganze nicht so stark ist. Ja, sagen wir 0,5 Punkte. So, das passt. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich runterkopieren. Da wählen wir das Ganze aus, drücken einfach STRG C und einmal V. Dann haben wir das Ganze eingefügt. Und bei InDesign ist es relativ easy. Ihr geht einfach rauf, bestimmt einmal bei der zweiten Linie den Abstand. So, wählt das Ganze aus. Steuerung C, Steuerung V, fügt das Ganze wieder ein. Und jetzt weiß InDesign schon, wie die Abstände sein sollen. Genau. Zieht einfach rein, wieder. Wir kopieren das Ganze runter, bis wir eben komplett unten sind. Zack. Schauen, dass die Abstände passen. Genau. Kopieren wir das Ganze nochmal. Hier nach unten. So. Hier müsst ihr schauen, dass ihr nicht außerhalb dieser Linien kommt. Aber das dürfte eigentlich keine Schwierigkeit sein. Gehen wir nochmal runter. Passen das Ganze nochmal an. Hier. So. Jetzt sind wir mit einem Strich drunter, den klicken wir an, löschen ihn mit Entfernen raus und das war der ganze Zauber. Im Endeffekt klicken wir jetzt mal kurz raus, drücken auf W, zoomen ein bisschen raus, schauen, wie das Ganze ausschaut. Okay, schaut in Ordnung aus. Genau, und jetzt müssen wir das Ganze duplizieren. Das heißt, wir drücken wieder auf W, dass wir wieder die Ansicht kriegen, gehen auf Seiten und jetzt drücken wir hier rechts drauf und dann Druckbögen duplizieren. Bumm. Und wir haben die zweite Seite. Was jetzt natürlich passiert ist, dass sich die Abstände ein bisschen verschoben haben. Allerdings ist das jetzt generell kein Problem. Wir wählen einfach das Ganze aus, zoomen rein und schieben das Ganze ein wenig zur Seite. Das war's. Wunderbar, zoomen raus, schauen uns das Ganze an. Spitze. Alles super. Gut, was jetzt noch fehlen würde, ist Seitenzahlen. Also wenn ihr hier so
No-Content-Geschichten veröffentlicht, dann hat Amazon relativ gern, wenn ihr Seitenzahlen habt. Das heißt, wir löschen hier unten die letzten Zeilen, die letzten zwei Zeilen raus. Zap. Und wir gehen jetzt, wir holen uns eine Textbox her, ziehen die Textbox auf, hier unten ungefähr in der Mitte, und könnten jetzt hier was reinschreiben. Jetzt gehen wir allerdings auf Schrift, Sonderzeichen einfügen, Marken und aktuelle Seitenzahl. Und dann steht hier 2. Perfekt. Gut, ihr könnt jetzt die Seitenzahlen könnt ihr jetzt hier einmal links und hier einmal rechts, ne, anbringen. Also ich mache das generell so, dass ich das Ganze in der Mitte platziere von den Seiten, dann habe ich den Stress mit links und rechts nicht. Und auch bei der Nummerierung, wenn es mehrere Seiten werden würden, dann würde das nicht irgendwann hier zum Beispiel rausstehen oder hier, also eher auf dieser Seite. Also mache ich das, platziere das meistens in der Mitte. Das heißt, hier wählen wir das, den Zweier mal kurz aus und gehen hier auf Zentrieren. Dann unser Auswahlwerkzeug und schieben das Ganze jetzt in die Mitte. Ein wenig kleiner, so. Und in die Mitte. Das passt. Dann wählen wir das Ganze aus. CV. Und hier seht ihr schon, okay, wir haben hier den dritten, die dritte Seite. Wir legen das hier rein und schieben das rüber, bis die Linie kommt. Passt. Schauen wir uns das an. W. Zoomen ein bisschen raus. Ist in Ordnung. Seitenzahlen sind drauf. Ist in Ordnung. So, jetzt gehen wir wieder zurück auf Seiten. Und jetzt werden wir natürlich nicht nur zwei Seiten haben, sondern mehr Seiten. Das heißt, wir wählen wieder aus. Einmal Linksklick, Shift gedrückt halten, zweite Seite auswählen und gehen jetzt auf Rechtsklick, duplizieren. Und jetzt haben wir schon 4 Seiten. So, jetzt halten wir die Shift-Taste gedrückt und drücken auf den Link obersten. Dann wählst du natürlich alle aus. Dann wieder duplizieren. Genau, Shift gedrückt halten, Linksklick, duplizieren, Shift gedrückt halten. Linksklick, passt. Das machen wir jetzt so lange, bis wir unsere gewünschte Seitenanzahl haben. Duplizieren. Das machen wir mal 100, 120 Seiten. Wieder duplizieren. Genau, ihr seht es jetzt nicht ganz wegen meinem schönen Gesicht. Aber jetzt sind wir bei, ja, okay, wir machen noch ein paar. Duplizieren. So, wunderbar, jetzt sind wir bei 120 Seiten. Jetzt muss ich euch das allerdings zeigen. Das löschen wir weg. So, genau. Jetzt muss ich gerade rüber. Jetzt schieben wir das ein wenig zur Seite, dass ihr noch was seht. So, jetzt haben wir hier auf der rechten Seite, haben wir jetzt alles dupliziert. Also ich zeige es euch nochmal, wie das ausgeschaut hat. Jetzt tun wir den Druckbogen nochmal weg. Die duplizieren wir uns nochmal und jetzt haben wir hier eben 120 bzw. 121 Seiten. Was ihr jetzt machen müsst, ist folgendes: Es geht nicht, dass ihr jetzt 121 Seiten drückt, sondern ihr habt hier eine Anfangsseite, also die, sagen wir mal, Titel, das Titelbild, und am Schluss ist immer ebenso eine lose Seite. Das heißt, hier müsst ihr immer beim Schluss bedenken, die letzte Seite gehört weg und das ist dann zum Beispiel die letzte Seite. Ne? Hier könnt ihr eine Danksagung hineinschreiben oder das Impressum könnt ihr hineintun oder sonst irgendwas, oder ihr lasst es einfach so und habt dann einfach 120 Seiten. Auf alle Fälle könnt ihr nicht 121 Seiten drucken, sondern nur 120 Seiten. Das heißt, die letzte Seite muss immer so ausschauen. Das ist es. So, das Ganze speichern wir uns jetzt ab. Ihr könnt jetzt das rohe Manuskript sozusagen einfach speichern und dann habt ihr das immer zur Verfügung und hier geht ihr dann einfach auf Exportieren und könnt ihr das Ganze dann in einem Adobe PDF Druck PDF Datei ausdrucken und ja, dann habt ihr schon euer Manuskript fertig zum Hochladen. Soweit, so gut. Das war das Tutorial zu InDesign. Ist eigentlich nicht schwer. Das Ganze, also die meisten Tools hier auf der Seite braucht ihr eh nicht. Wie man zum Beispiel einen Kalender erstellt oder sowas, das kommt dann in einem späteren Video. Ist eigentlich auch relativ einfach. Also InDesign ist so von der Handhabung her total leicht. Also wenn man sich ein bisschen mit Photoshop auskennt, dann ist es generell kein Problem. Gut. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Mehrwert gekriegt.
zu dem Thema eben InDesign und wie ihr Manuskripte erstellt. Wenn euch solche Videos gefallen, gebt mir gerne ein Like und vergesst mir den Channel nicht zu abonnieren. Ich wünsche euch noch was, bis zum nächsten Video.